Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir ein bisschen philosophiert, was der gute Weg und was der böse Weg sein könnte, würde, sollte. Und heute treffen wir eine Entscheidung. 400 Meter, wir gucken mal kurz auf die Karte. Was sagt die Karte? Ach, du ahnst es nicht. Hätte ich nicht einfach landen können? Emerald Vale, okay. So. Frachthafen. Landeplatz von Roseway. Ich kann in Emerald Vale nicht landen. Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Da ist auch offensichtlich ein Landeplatz. Es sieht keinen Sinn, wenn ich jetzt... Ach, weißt du was? Wir laufen einfach das Stück. So, lass mich auf irgendwas zielen. Ich muss mal wieder reinkommen. Lebt hier noch irgendwo? Ah. Okay, das war eine Schlange. Das zählt nicht. Ach, da. Guckenball da. In den Hintern. Oh, da war noch wer. Okay, zugegeben, ich bin nicht so der beste Schütze mittlerweile. Ah, es geht, es geht. Nicht ganz No-Scope, aber ist okay. Ich meine, hier auf dieser Welt brauchen wir sowieso nur die Pistole. Soll ich hier rein? Lebt hier wieder jemand? Hallo? Das war doch... Oh. Surprise! Wie? Was? Wie kannst du so viel... wieso hat er so viel AP? Hehe. Tollen Sound habt ihr hier, ey. Ja gut, der hatte jetzt nicht so viel Leben. Okay, lass uns reingehen. Ich meine, ich bin hier auf dem ersten Planeten und die können meinem Schaden aushalten? Oder war das hier mal leer? The nature of the accident. Let's say catastrophic. It's not the best choice, it's Spacer's choice. This area is currently experiencing a surprise audit. Turn around and head back to your designated workplace or domicile. Lügen. Ich komme auf Weisung der Gendarmerie. Hier ist meine Marke. Ja, ja, ja. What in law's name? Junior Deputy Constable? Says here you were deputized by Constable Reyes of Edgewater? Well, can't say I've ever heard of the Junior Deputy Constable position, but everything looks to be in order. Hey, Janis. Don't let me get in your way. Go on through. Okay. Schönen Tag. Ich will hier nichts Böses. Keine Sorge. Darf ich hier mal ran? Wie, ich soll das knacken? Okay. Terminierungsprotokoll ausführen. Oh. Verhalten anpassen. Neuen Modus wählen, neues Ziel wählen. Neuen Modus. Fehler, Robotereinheiten, diese Einrichtung verbleiben fortan im Wachmodus. Okay, neues Ziel wählen. Eindringlinge definieren. Alle Personen, die nicht als Besitz von Spacer's Choice identifiziert werden. Möchten Sie die Definition Eindringling anpassen? Würde ich gerne, ja. Spacer's Choice Robotereinheiten als Eindringlinge definieren. Hat er die... Haben wir doch gemacht. Oder?
Okay. Sind sie jetzt alle tot? Und niemand hat hier was gemerkt? Oh, Ratte. Immerhin 12 EP. Hannes, mir geht's gut. Soweit. Es ist ein bisschen warm, aber... Nö. Wärme ist gut. Kälte ist das Böse. Ich hasse Kälte. Okay. Jetzt werden wir aber... Ach, wir können gar nicht zum Schiff reisen, oder? Können wir reisen? Karte. Ah doch. Dahin können wir reisen. Okay, Sound ist noch da. Ich hatte irgendwie gerade keinen Sound auf dem Kopfhörern. Okay, wir wollen ja jetzt nach Edgewater und alle umbringen, die da noch rumlaufen, ne? Wahrscheinlich die Roboter. Ich hätte es am liebsten selber gemacht. Was mit dem Kollegen, der hier rumläuft? Hallo? Ist er gerade zufällig in der Kaffeepause reingegangen und ist dann gestorben? Suspekt. Kann das sein, dass es ein Update gab? Hier sind so viele Ladescreens, die ich nicht kenne. Okay. Warte, ganz kurz. Ich muss zu meiner Sniper wechseln. So. Kaboom! Denn damit können wir easy alle ausschalten. Ah. Oh, nein. Ah. Oh, nachladen. Oh, shit. Ja, das, Nachladen, hat... Oh Gott, was läuft denn hier alles rum? Hat mich so einiges gekostet. Ja, komm her. Komm, trau dich. Oh! Der hat aber früh geschossen. Autsch. Von wo? Bin verwirrt. Oh. Ich habe ihn gefunden. Okay, ich muss näher ran. Ah, da kommt die nächsten. Hey, von wo jetzt schon wieder? Hör auf dich anzuschleichen. Guck euch die ganzen Penner an, ey. Oha. So. Okay, weiter Richtung... Schleichen wir das, ne? Schwachstellen. Ja, ich glaube, das wollten wir. Zumindest bis Stufe 80. Nee, gar nicht. Obwohl, da können wir 2 Punkte reinsetzen. Wir wollten eher Wissenschaft, ne? Ja. Wir wollten Wissenschaft meistern. Tüftelkosten sind gesenkt. Ich möchte sie aber noch weiter senken. Okay. Das war auf jeden Fall ein bisschen Action. Es hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Okay. Die Stadt gehört jetzt mir. Ach ja, Fähigkeitspunkte. Vorteile. Was haben wir denn hier noch? Wissenschaftswaffenschaden, Begleiter, Schaden, Lauftempo während TCT, Begleiter, Lauftempo, Wissenschaftsschaden. Ja gut, das bringt mir auch nichts, ne? Wobei doch. Ich glaube, ein bisschen bringt mir das was.
Ich kann ja immer bis zum Schiff teleportieren, ne? Woanders kann ich ja nicht hin. Ja, kaufen tue ich eh nichts. Sprintgeschwindigkeit, Gehgeschwindigkeit. Ja, komm, weißt du was? Das klingt doch gut. Das nehmen wir doch. Habe ich das hier nicht gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht bestätigt. So. Jetzt können wir schneller laufen. Nice. Genau das brauche ich dafür, dass ich nicht schnell reisen kann. Verfluchter Schwierigkeitsgrad. Und das Schlimme ist, Leute, wisst ihr, was das Schlimme an diesem Schwierigkeitsgrad ist? Ich spiele nicht auf Steam und kriege keinen Erfolg dafür. Das ist eine bittere Pille. Ich hasse dich, Epic. Übrigens, ich habe den Epic Launcher nicht installiert, aber das Spiel. Ja. Dumm gelaufen, Epic, ne? Ich kann auf dich verzichten. Aber dafür habe ich auch keine Updates eigentlich. Eigentlich. Ich habe schon ein paar Updates gemacht in der Zwischenzeit, bevor ich das so gemacht habe. Oh, naja. So. Gehen wir mal zurück. Mal gucken, was wir noch kriegen. Fühlt sich das gut an, so schnell zu laufen? Ich habe das Gefühl, dass ich eines Tages hierher zurückkehre und alle richten ihre Waffen auf mich. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Ich weiß nicht. Ich habe halt immer Angst, dass die Leute mich hintergehen, ne? Ich meine, ich bin hier der Böse. Das war auch ich. I've just been informed that the problem of Edgewater has been permanently resolved. Ist erledigt. You should be proud of yourself, Captain. You're on the verge of making history. There's just one last job I need you to do for me. I've made arrangements for you to journey to the Hope. You will board your former colony ship, reactivate its navigation systems, and skip the colony ship into orbit around Tartarus. Once the Hope is in position, we will have everything we need to begin healing the colony. Was ist an der Hope so wichtig? Technology, Captain. The same technology that allowed you and your fellow colonists to make the journey from Earth to Halcyon. Under the Lifetime Employment Program, every suitable worker in Halcyon will be placed in suspended animation. The Hope is the perfect storage facility for the colony's workers. Ja gut, Wissenschaftler sind keine Arbeiter. Arbeiter im Sinne von Fischer und hast du nicht gesehen, wa? Also ergibt aber trotzdem alles keinen Sinn. Weshalb Tartarus? Convenience. The Hope is a massive ship and we'll need to make use of it. Our facilities in Tartarus will benefit from having the ship within orbit. Na schön, ich mach's. I have the highest faith in your abilities, Captain. You and I are going to save Halcyon together. Ich muss mich entscheiden. Auf der Hope. Aber zumindest habe ich nochmal ein Level bekommen. Und eine Stadt ausgelöscht. Also ich finde, das ist ein Erfolg. Also gut, wir gucken uns mal die beiden Optionen an. Lande mit dem Schiff in einer der Andockstationen der Hope. Ja, das ist klar. Ich weiß selber. Im Endeffekt werden wir eine Münze werfen, Leute. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich weiß selber nicht, was ich machen soll. Ich meine, rein theoretisch, wenn wir diese Wissenschaftler da... Ne? Dann retten wir ja eigentlich die Kolonie. Und mit Phoenix retten wir die Hope. Also in beiden Fällen retten wir etwas. Und wieso kann ich nicht auf Typhlos rauf?
We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Erzähl mir von der Hope. The Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold. Das heißt, wir befinden uns quasi auf einem Duplikat von der Groundbreaker. Okay. Alles klar. When I was stranded in Emerald Vale, I simulated a number of hypothetical scenarios in which Edgewater met its demise. Death by Automechanical was number 57. Oh, Jungs. Wir haben ein Problem. Shiva hat aufgegessen. Sie wird mich jetzt anstarren, bis sie Neues kriegt.